Der hier ist nicht besser. Der hier kommt schon nah dran, ist aber auch leider nicht besser. Gut, das war, glaube ich, der gute Bogen hier. Okay, den könnte ich behalten. Dann die Verzauberung entfernen von dem. Ein Artefakt. Du wirst Reagenzien brauchen. Und eine Formel. Hi. Bin ich tot? Ja, hallo, hey! Hä? What the fuck? Ihr habt mich sterben lassen. Hä? Hä? Wieso sterben Was? Lassen? Wo bist du denn? Du warst auf einmal da. Hä? Hä? Wovon redest du gerade? Ich bin tot gewesen, habt ihr das nicht gesehen? Nein! Nein, du warst nicht tot, du standst in der Stadt oder du bist wieder vorgerannt und bist dann gestorben, keine Ahnung. Ich bin jedenfalls in der Stadt und war verkaufen. Ich hab eine verkackte scheiß Tür, wo es weitergeht. Ja, was gehst du auch weiter, mein Gott. Scheiß Wichser-Panther, er hat irgendwie durch die Tür gehauen. So, warte mal. Ist ja auch noch was, Alter. Jetzt chill mal. Renn einfach zurück zur Stadt, ey. Nein, jetzt büßen Leute dafür. Mann, Alter. Chill doch mal. So, warte mal. Jetzt noch damit verbessern. So, jetzt sollte meine SPS ein bisschen steigen. Ja gut, ein bisschen hochgegangen ist sie. Okay. Chill doch mal, Boris. Warte jetzt. Ja, echt mal. Warte noch mal. Weißt du, ich soll dir so scheiß Götterblut geben und du rushst schon wieder vor. War da von unten der Eingang hier hin oder nicht? Doch, war hier, okay. Was noch? Nein, ich hab dir das doch gegeben. Ja. Und sagst du unter der Voraussetzung, dass du warten kannst zum Moment. Der Wald der Ahnen liegt im Osten. Diese Scheißwichs haben mich irgendwie getroffen. Ich stand hier und dann hauen die auf mich drauf. So, ja, genau so. Wenn du darauf bestehst, werde ich das Tor aufschließen. Level up. Nice, da oben die Viecher sind schon mal tot. Einer nicht. So, ich weiß, worauf ich mich einlasse. So, ich bleib mal hier stehen. Also bei mir zieht das nicht ab. Doch, jetzt machen sie es doch. Siehste? Oh! Aber mich erwischt er nicht. Also mich hat er nicht erwischt von hier. Mich hat er erwischt, bin doch fast gestorben. Okay, jetzt erwischen sie mich auch, okay. Na, jetzt erwischen die mich auch. Na, dann wollen wir mal. Schluss mit der Spielerei. Ah, warte, wir hatten noch mal irgendwas zu reden. Versetzung in die Schreibstube bitten. Diese Arbeit ist mir zu gefährlich. Man sollte schon wissen, wenn man als Wache draußen aufs Tor aufpasst, dass es gefährlich sein könnte. Ah, Frostschrein, meiner. 375 SPS, nett. Endlich ergibt mein Leben einen Sinn. Nee. Ja, eigentlich immer noch nicht, aber egal, mein Schaden ist immer ein bisschen erhöht. Oben haben wir noch Gegner oder nicht? Mal gucken. Ja. Du musst jederzeit bereit sein, das abzuchecken und zu gucken. Aber was soll ich überhaupt skillen jetzt? Wenn ich immer gerade meinen Skillbaum ansehe, habe ich immer noch keine Ahnung. Ich weiß, was ich mache. Ich mache meine Kugel jetzt endlich mal ganz zu Ende. Wie sieht's eigentlich mit deinen Buff-Spells aus? Ja, danach gehe ich auf die Buff-Spells wahrscheinlich. Mann, ich wollte halt aber erst mal meine Kugel zu Ende machen. Immer diese Egoisten. Ja, klar. Unser Schaden würde sich insgesamt auch krass erhöhen. Scheiß auf die Gruppe. Ja, sicher, sicher. Als Magier gehe ich zuerst auf die Damage Spells und nicht auf die Teammates. Ich bitte dich, ich meine, wir gehen, also, na gut. Es geht auch nicht auf Team Spells, glaube ich, aber jedenfalls, ich mache hier mit meiner Gesamtgeschwindigkeit, versuche ich auch uns alle zu verbessern und nicht nur mich. Wobei ich jetzt gerade gucke, dass ich auch noch einen Nerverschuss... Ich hab Kampfstandarte, was wollt ihr? Ja, aber die ist auch... Ist die schon auf Full Level? Ja. Okay, dann ist ja in Ordnung. Ich weiß nicht, warum mir eigentlich die ganze Zeit ich irgendwie alleine rumrennen muss. Und? Boah. Ich laufe. Ich hab einen Boss. Und du bist wieder ein bisschen am Rumlängen. Ah, scheiße, der uns eingeschläfert. Spacken, ey. So, haben wir hier noch einen Gegner. Wie hoch ist eigentlich meine Laufgeschwindigkeit? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin langsamer geworden. 115 nur noch. Traurig. Ach, Leute, Mann. Ich bitte euch. Ich will nicht euch dauerhaft hinterher schlendern müssen. Könnt ihr nicht mal ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen?
Ist ja schon wieder alle tot, ey, aber... Gut, hier ist eine Sackgasse. Hilft nicht viel. Wie viel Geld habt ihr eigentlich? Fast nichts. 2.110.000. Was heißt bei dir fast nichts? Keine Ahnung. Ich habe bestimmt über 2 Millionen. Aber ich verkaufe ja auch fast nichts und hab das schon was länger. Ich hab 2.147.000. 1.047.000 hast du? 147.000. Was habt ihr euch gekauft? Ich hab mir einen neuen Bogen gekauft, während du gestorben bist. Ah, cool. Weil du, keine Ahnung, wieder am Vorrennen warst und da halt eben vorm Tor gestorben bist. Ja, genau, ich hab mich einfach mal dahingestellt, das war ein richtiges Vorrennen. Hä, du bist gestorben. Ja, das passiert halt. Du könntest auch das nächste Mal vor dem Boss irgendwie stehen, der dich dann zufällig angreift, während du was weiß ich was machst. Wenn du einfach bei mir bleiben würdest, würde da nichts passieren. Der Boss greift dich zufällig an, okay. Wer weiß, es kann alles geschehen. Ja. So, warte, wir müssen unten in die Höhle. Ah, Schrein der Erfahrung. Wollen wir mal schnell in die Höhle rein. Dass ich da noch ein paar Gegner gekillt kriege, um aufzusteigen. Seid ihr immer noch nicht level up? Nein! Schreine. Tut mir leid, wenn wir keine 3% haben. Schreiner Meister, hey! Meisterschaft! So. Jetzt sind die ganzen Gegner schon mal weg. Jetzt bin ich auch gleich Level up. Noch nicht ganz, aber fehlt auch nicht mehr viel zum Glück. Knochen noch. Hammel. Hab's das war ein Beinschutz? Ich dachte erst auf den ersten Blick, das wäre ein Hammer gewesen. Ist aber auch irgendwie danach aus. Nach was? Ah, jetzt bin ich Level up. Voller Umhang des Könnens. Sorry. Vamp. Oh Gott, sagen. Da ist schon wieder einer. Ach nee, gut. War derselbe. So. Nee, ich dachte gerade, das wäre, wie heißt es, ein neuer gewesen. So, warte, ich muss gucken, dass ich das mal hochkriege, den Skill. Ach, seid ihr jetzt alle in der Level up? Ja. Okay. Jetzt schieße ich immerhin schon mal 5 bis 7 Fragmente, es werden immer mehr. Cool. Irgendwann habe ich auch dann die Anzahl, die ich haben will. Das ist dann richtig lustig, wird immer während ich schieße, immer so pling, pling, pling. Ja, jetzt hört man es immer nur bei großen Gegnergruppen dann immer leise. Irgendwann wird es dann richtig laut. Gold. Was? Ich habe gar nicht in Erinnerung, dass es noch so hoch ging. Okay, Korb. Besser Gesundheitstrunk. Okay, brauche ich nicht. Ich glaube, wir kloppen uns gerade um die Gesundheitstränke. Ank der Isis, okay. Hab ich auch schon wieder ein paar von. Und? Warte mal, hier müssen wir gar nicht entlang. Jetzt können wir, glaube ich, weitergehen. Ja, hier habe ich alles jetzt. Ja, fertig. Ja. Gut, wo lang dann müssen wir jetzt hier noch hoch. Über diesen komischen Baumstamm, der da oben rechts ist. Wartet. Ach. Jetzt sollen wir warten. Aber na gut, dann tue ich das. Kommst denn jetzt?
Runde Wiedergeburt. Pissischer Krieger, ne, pissischer. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Pissischer? SC oder sonst. Ja, pissischer. Bist du beim Pissen, bist du sicher? Okay. Och Gott. Was gefangen? Ja, im Netz. Ja. Fühlt sich jetzt wie ein Pokémon. Schauen Sie so an wie Hunde. Tja, das erinnert mich an Dark Souls, wo diese komischen Viecher sich anhören wie Vögel. Welche? Die Pilze. Ach so, ja. Wo dann von irgendeinem komischen Scheiß Vogel dann die Geräusche nur etwas verlangsamt worden sind, aber ansonsten eigentlich das Geräusch genau dasselbe war. Ja, und jetzt bist du nochmal ohne, wie heißt es, Übersteuerung. Nee, sorry. Wie heißt es? Die haben einfach nur so, keine Ahnung, die Geräusche des Vogels waren irgendwie richtig seltsam, kann man gar nicht nachmachen. Das hat sich irgendwie angehört wie so ein komisches Heulen, Alter. Richtig verrückt. Aber naja, gut. Oh Gott, ich weiß jetzt gerade wieder alles, was wir noch vor uns haben. Oh Gott, ist das noch viel. Wieso jetzt? Vom normalen Spiel haben wir uns nicht mehr viel vor uns. Nee, das nicht, aber so eigentlich der Weg dahin ist noch ein Stück. Bisschen. Aber ich finde, jetzt, sobald wir aus Shangaan rechts rausgerannt sind, sind wir schon so gut wie durch. Ich finde, das DLC ist einfach viel zu lang, was wir danach dann betreten werden, aber okay. Wartet mal. Nein. Dann mal nach oben. Das Schlimme ist, ich muss jetzt langsam anfangen, Energietränke zu nehmen. Lagen ja schon oft genug welche da. Ja, ich nehme ja jetzt auch langsam mal mit. Oh. Boah, gleich gestorben, Alter. Ich darf nicht... Boah, Alter, warum werde ich gerade gestunt, ne? Jetzt ist gerade richtig unnötig gewesen. Fuck. Das war knapp. Boah, fuck. Arachnostab des Frostes. Der sah nice aus. Nee, ist aber schade. Ich will immer noch das Standardspiel durchkriegen, ohne einem gestorben zu sein. Ja, ich bin ja schon so oft gestorben. Ja. Was bin ich gestunt. Zum Glück ist das Ding an mir vorbeigeflogen, sonst wäre ich auch gestunt gewesen. Okay, das letzte Portal, was jetzt in Asien... Schreine Erfahrung. Haben wir es mir einfach mal gegönnt. Aber ich glaube, ich war ja auch hinten gewesen, als wir Level Up geworden sind, ne? Keine Ahnung. Oder, glaub, ja. Also entweder Us oder ich. Jedenfalls, Vamp hat jetzt erstmal eine lange Zeit keinen Anspruch drauf. Ich glaube, ich werde gar keinen Anspruch drauf. Ich müsste einfach mal so in der Stadt stehen bleiben und dann leveln wir ein bisschen. Mir fehlt immer noch ein Portal hier. Ja, wenn du eins vergessen hast zu aktivieren, aber normalerweise, wenn ich eins auf der Karte sehe, aktiviere ich das auch sofort. Ja, irgendwie habe ich eins verpasst. In einem Gebiet. Ich glaube, ich auch. So, Mentors Siegelring. Quop. Die Kriegsbräuche sehen schon echt krass, hören sich echt schon echt krass an. Und in dem Berg Wusau. Genau. Ja, das ist die letzte Dungeon, die wir jetzt eigentlich haben werden. Deswegen, also so viel haben wir jetzt auch nicht mehr vor uns. Ich meine, okay, die Höhle jetzt an sich ist auch relativ groß, aber und ich okay. Bin tot. Wow! Ne, die Dragoner sind scheiße gefährlich, vor allem auf episch. Da kannst du nicht mehr als zwei angreifen, dann bist du instant tot. Gut, das hat jetzt bei dir als Magier auch schon auf dem normalen Spiel-Durchlauf gereicht, aber normalerweise darf man davon okay, gar nicht so viel. Okay, wie viel Leben habt ihr? Wie viel Leben hab ich? Muss so sehen. 2760. 1800. Ah, oh, babylonisches Schild. Nice. 1800 Leben habe ich. Ich sterbe so schnell, deswegen. Ist das Schild besser? Warte, abgeblockter Schaden. Ist auf jeden Fall besser, ja. Aber dafür 40 SPS büße ich dafür ein. Ich bitte dich, du machst sowieso mit 500 mehr als wir. Doppelt so viel oder so. Ja, sind 40 auch egal. Wie viel Schaden machen meine Spells?
Das ist dann wieder auch. Ist egal, jedenfalls auf Episch muss er sowieso mehr Resistenzen haben. Ja, das stimmt auch. Auf Episch kommt jetzt eh gleich. Nein, gut. Durchs DLC kommt es nicht gleich. Ja, es würde gleich kommen. Ich glaube, meinen Umschlag mache ich weg. Keine Ahnung, musst du sagen. Musst du selber wissen. Ja, der bringt nicht mehr so viel bei den Gegnern. Außer, dass man da schnell hinkommt. Aber das ist ja eigentlich nicht nötig. Ja, wenn dann alle damit Schaden machst, ist eigentlich ganz praktisch. Eigentlich müsste ich bei euch jetzt wieder näher am Level dran sein. Theoretisch. Wieso hast du denn die Krone ausgezogen? Nee, ich bin auch gestorben gerade. Ach so. Ja, ein bisschen, aber so wie dein Vorsprung würde das auch nicht reichen. Seid ihr jetzt? Gerade meinen dritten Balken gefüllt vom Level. Ja, auch. Okay, ich bin noch beim vierten. Ich bin immer noch ein Level vor euch. Ja, es war ja, wie gesagt, auch keine große Überraschung. Kiting. Kiting like a pro. Korb, Truhe. Boah, Alter, wie langsam will ich noch sein? So. Endlich, scheiße, langsam, eigentlich mal vorbei. Ich glaube, ich werde bald mal meine Heilung hochskillen, ey. Das geht mir also auf die Nerven, dass er so wenig nur heilt. Ja, und vor allem müsstest du dann nicht so viel kleines Mana verbrauchen, sondern einmal großes und dann ist es gut. Ne, es gibt viele Spells, die ihr mal verbessern müsst. Also es wäre vorteilhaft, wenn, wie heißt es? Die Buffs verbessert werden von dir, weil wir halt daraus die Gesamtschaden entziehen und daraus beziehen aus unserer Gruppe, weil du wirklich einen richtig großen Vorteil für uns alle bringst. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, dass ich 336 Damage mit dir mache und ohne dich 278 oder so SPS nur habe, das ist richtig viel, vor allem wenn du das Ding mal uppen würdest, kommt halt eben relativ viel noch dazu. Naja, und ich müsste gucken, ich habe auch noch einen Gruppenspell, den ich eigentlich jetzt uppen müsste, aber ich will erst noch die Fragmente hochkriegen. Sobald die hoch sind, glaube ich, werde ich mich auch auf einen Gruppenspell beschränken. Dass ich den erstmal hochmache. Oh, hier wieder die Gruppe von denen. So, solchen First ist tot. Okay, wir müssen Pause machen. Wie lang? Warum? Jetzt schon essen oder wie? Ja, voll früh. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. What the fuck, Wir haben gerade mal... Viertel vor sechs. Viertel vor sechs, okay, übertrieben. Dann müssen wir so eine kurze Pause machen, können wir gleich weitermachen. Ja, ich weiß nicht, hier. Dann lass mal den Chef teleportieren, dann lassen wir hier unser Portal offen. Von mir aus, Changa. Ja. Tschüss. Ah, fuck. Wieso B ist gerade nicht mein Portal? Moment, wo war das? Es war doch. Ach, L. Ich hatte B im Kopf, keine Ahnung warum. Dann mache ich meinen Runden weg. Egal, dann bis gleich. Jo, bis gleich. Ich werde noch gucken, dass ich irgendwie was mache. So, jetzt habe ich 10 ungenutzte Punkte. Huch, das war die falsche Stadt. 10 ungenutzte Punkte ist doch nett. Kannst du damit ganz gut abmachen. So, jetzt habe ich alles von Dingens. Kolossform. Ja, hast du jetzt schon? Krass. Ja, habe ich. Nett. Ich will nur gucken, dass ich nochmal verkaufen kann. Der Klang dieser Geschichte. Alter, wie schnell bewegst du dich denn dabei? Das erhöht auch noch deine Geschwindigkeit, oder? Ja. Das ist die Weisheit. Alter. Was darf es sein? 40% Stärke, 40% Leben dazu. Oh, nett. 50% Schaden auch noch dazu. Boah, ey, das ist heftig. Einfach das, wenn man überlegt, dass das eine eigentlich zur Verteidigungsmeisterschaft gehört und dabei einfach mega krass Schaden erhöht, ey. Dann mache ich jetzt noch meine Ahnenkrieger hoch. Kampfstandarte kann ich auch noch ein bisschen hoch machen. mein Ansturmskill geht auch noch. Warte mal. Ahnenhorn. Kolossform. Das erwähnt einfach nachher nicht, dass du das hochgeskillt hast. Das wird dann ganz interessant werden für dich, wenn der auf einmal sieht, was du riesig wirst. Oh ja. Und Kampfstandarte machen wir dann hier auf Rechtsklick. Das ist gut. Mögest du Sonne also. Wind im Rücken und nicht in den Augen. Gut, dann müssen wir mal gucken, wann er wieder da ist. In der Zeit müssen wir dann wohl erstmal. 1034 SPS mit der Kampfstandarte.
Ist doch nett. Gut, so wie ich Vamp kenne, dauert das jetzt zwar nicht lange mit dem Essen, aber ich kann auf keinen Fall irgendwie Viertelstunde überbrücken mit nichts tun. Vor allem wäre das sinnlos, dann wäre einfach ein Part für Noppes. Also wie ich mein Glück kenne, wird das dann auch noch der meistgesehene Part, wie bei Assassin's Creed, wo ich dann 200 Views auf ein Video habe, wo nichts passiert, außer wo ich ein bisschen rumfaile. Ach, egal. Jedenfalls, das soll dann hier auch nicht so werden, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier erstmal Tschüss sagen und ich werde dann wahrscheinlich einen Cut machen, dann sind wir dann wieder da. In dem Sinne, bis gleich, wo wir dann uns wieder melden. Genau. Genau, ciao. Tschüss.